Wir starten hier einmal mit ein wenig Quellcode. Und wir sehen hier ein ganz einfaches Programm in der Programmiersprache C. Und was passiert jetzt mit diesem Programm, wenn wir auf einem Computer arbeiten? Zunächst einmal muss dieser Quellcode übersetzt werden. Dazu gibt es eine bestimmte Software, den sogenannten Compiler. Und der Compiler erzeugt daraus etwas, das sieht so aus, eine lange Folge von Einsen und Nullen, und das ist der sogenannte Programmtext, und dieser Programmtext ist nichts anderes als die Maschinensprache. Die Maschinensprache ist direkt abhängig von der CPU, auf der ich dieses ausführen will. Der Compiler muss also genau wissen, für welche CPU erstellt er hier etwas. Unterschiedliche CPUs haben, wenn sie nicht kompatibel sind, auch eine unterschiedliche Maschinensprache, unterstützen also einen unterschiedlichen Befehlssatz. Und deshalb muss der Compiler genau wissen, für welche CPU er arbeitet, damit er nur genau die unterstützten Befehle auch tatsächlich verwendet. Nehmen wir uns jetzt einmal diese Maschinensprache, und da werden wir als Menschen sehr schnell erkennen, dass wir nicht allzu viel damit anfangen können. Für uns sind es einfach nur Einsen und Nullen, aber was das im Endeffekt bedeutet, das können wir so noch nicht direkt vorhersehen. Wir können uns aber der ganzen Sache mal ein wenig annähern. Gehen wir in unserem Beispiel einmal davon aus, dass wir es mit einer sogenannten 16-Bit-CPU zu tun haben, dann weist das schon einmal darauf hin, dass die einzelnen Befehle, die verarbeitet werden können von der CPU, auch jeweils 16-Bit umfassen. Und wenn wir jetzt einmal unsere lange Reihe ein wenig aufspalten, dann sieht das so aus, dass wir also hier einen Schnitt machen und hier diesen ersten Teil also nehmen und direkt dorthin gehen, und dann werden wir später noch die nächsten Schnitte machen dort an verschiedenen Stellen, und irgendwann werden wir auch hier diese letzte Reihe haben und die hier runterbringen. Also diese lange Reihe brechen wir ein wenig auf und erstellen daraus einzelne Befehle, die jeweils 16-Bit umfassen. Als nächstes nehmen wir uns dann unsere einzelnen Befehle vor und wir werden das Ganze noch ein wenig weiter aufschlüsseln, und wir sehen, dass wir unterschiedliche Blöcke bilden können. Und diese unterschiedlichen Blöcke geben jetzt eine Bedeutung vor, die einzelnen Spalten, die jetzt zu erkennen sind. Nämlich die erste Bedeutung hier für diese erste Spalte, die, wie wir sehen, ja nur aus Nullen besteht, also hier vorne. Das ist von der Bedeutung her bedeutungslos. Es sind Reservebits, wenn man so will. Die werden nicht weiter benötigt für unsere Beispiel-CPU, mit der wir hier arbeiten. Die nächste Spalte ist da schon ein wenig interessanter. Es wird hier kodiert der Befehl unserer CPU. Und da sehen wir, 3-Bit sind dafür vorgesehen. Verschiedene Befehle können also hier unterschieden werden. Welche das sind, werden wir uns gleich noch genauer ansehen. Dann geht es weiter mit der sogenannten Nummer. Das Nummernbit, um das es hier sich handelt, wird eine große Bedeutung bekommen später bei der Dekodierung des Befehls. Das werden wir gleich auch näher sehen. Und zum Schluss folgt der Operand, der hier besteht aus insgesamt 6 Bits. Und der Operand wird auch in einer bestimmten Art und Weise interpretiert. Auch da nähern wir uns jetzt auf der nächsten Folie nochmal dem etwas näher an. Ausgehend von unserer etwas detaillierteren Betrachtung werden wir uns jetzt einmal anschauen, wie sind die einzelnen Befehle kodiert, die unsere Beispiel-CPU nun einmal unterstützen soll. Der erste Befehl, bestehend aus den Bits 000, wird hier abgekürzt mit NOOP, also eine Abkürzung für das englische No Operation. Ein Befehl dieser Art wird auf der CPU keine große Aktion hervorrufen. Die CPU wird lediglich den Program Counter um 1 erhöhen und zum nächsten Befehl übergehen. Wir sehen sofort, dass dieser Befehl 000 hier in unserem Beispielprogramm überhaupt nicht berücksichtigt wird. Von daher ist der zwar der Vollständigkeit halber dabei, aber für unser Beispiel hier nicht ganz so entscheidend. Der nächste Befehl 001 ist ein Load-Befehl. Es wird also irgendetwas irgendwohin geladen. Der Store-Befehl 010, da wird irgendetwas irgendwohin gespeichert. Der Additionsbefehl Add mit der Abkürzung 011 in Bitfolge. Die Subtraktion mit der Bitfolge 100.
Dann gibt es einen Befehl mit dem Namen equal 101, hier die bitweise Abkürzung. Equal wird etwas überprüfen, auf Gleichheit prüfen. Es gibt den Jump-Befehl mit der Abkürzung 110. Und zum Schluss gibt es noch den Halt-Befehl 111, der sagt einfach nur aus, das Programm wird an dieser Stelle jetzt beendet. Gehen wir weiter zum Nummernbit. Und da es sich hier nur um ein einzelnes Bit handelt, gibt es auch nur zwei Bedeutungen, die unterschieden werden müssen. Nämlich hat dieses Bit den Wert 0, so ist der Operand, der noch folgt, zu interpretieren als eine Adresse im Hauptspeicher. Oder wenn dieses Bit den Wert 1 hat, dann ist der Operand, der folgt, zu interpretieren als eine konkrete Zahl, mit der etwas gemacht werden soll. Die Befehle, die wir hier jetzt definiert haben, werden üblicherweise auf einem speziellen Register ausgeführt, nämlich auf dem sogenannten Akkumulator. Das trifft für viele Befehle zu, nicht für alle, aber wir werden das gleich noch einmal genauer aufschlüsseln. Dann werden wir das erkennen können, was diese Arbeitsweise auf dem Akkumulator bedeutet. Gehen wir zum ersten Befehl und wir sehen hier oben, dass wir aus der Bitfolge, die wir haben, jetzt also ein Load erzeugen. Und dieses Load, da sehen Sie hier dieses Doppelkreuz, dieses Nummernzeichen, das ist geschuldet dieser Definition des Nummernbits. Und das Nummernbit hat ja auch konkret den Wert 1. Also ist das jetzt für uns ein Zeichen, dass der Operand, nämlich diese Bitfolge hier, als konkrete Zahl zu interpretieren ist. Und daraus folgt, dass der Wert 2 in den Akkumulator geladen werden soll. Nun, wir erkennen hier wieder verschiedene Dinge. Der Wert 2, nun der steht ja auch schon hier, aber diese dezimale 2, die ich jetzt hier markiert habe, ist nichts anderes als diese binäre Darstellung. Also die binäre Darstellung 000010 ist eben die binäre Darstellung für die dezimale 2. Und dadurch, dass wir hier hinten auch sagen, dieser Wert 2 wird in den Akkumulator geladen, da sehen wir auch, was es bedeutet, dass ein Befehl auf den Akkumulator ausgeführt wird. Also lade den Wert 2 in das Register Akkumulator. Der nächste Befehl ist ein Store-Befehl und hier steht eine 13 dahinter und wir erkennen sofort, diese 13 dezimal entspricht hier dem Operanden in binärer Schreibweise. Wir erkennen weiterhin, dass das Nummernbild den Wert 0 hat, also ist der Operand zu sehen als eine Speicheradresse. Store 13 sagt dementsprechend aus, dass der Wert des Akkumulators in die Speicherstelle Nummer 13 des Hauptspeichers geschrieben werden soll. Load Nummernzeichen 5 haben wir hier als nächstes und Sie können schon die Bedeutung erahnen, lade den Wert 5 in den Akkumulator. Auch hier wieder die dezimale 5 sieht binär so aus, die 1 taucht hier unten wieder auf, es wird also als Zahl interpretiert. Store 14, auch da wieder die Situation, die 14 ist binär hier kodiert, eine 0 im Nummernbit sagt aus, es handelt sich um eine Speicheradresse, also wieder unser gewohntes Spielchen, speichere den Wert des Akkumulators in der Speicherzelle Nummer 14 des Hauptspeichers. Load 13, Sie erkennen einen kleinen Unterschied an dieser Stelle, die Zahl hier steht nicht mit so einem Doppelkreuz, nicht mit diesem Nummernzeichen. Und das liegt ja auch daran, dass wir hier dieses Nummernbit eben nicht gesetzt haben. Nun, durch dieses Nummernbit gleich 0 haben wir also den Operanden zu interpretieren als eine Speicheradresse. Und dementsprechend sagt dieser Befehl aus, lade den Wert der Speicherzelle 13 aus dem Hauptspeicher in den Akkumulator. In der nächsten Zeile finden wir den Additionsbefehl mit der 14. Auch hier wiederum das Nummernbit nicht gesetzt, also handelt es sich hier um eine Speicheradresse. Und zwar bedeutet das dann, dass eine Addition stattfinden soll vom Wert der Speicherzelle 14 und von dem Wert, der derzeit im Akkumulator gespeichert ist. Das Ergebnis dieser Addition wird dann wieder in den Akkumulator abgelegt. Also
aktueller Wert des Akkumulators addieren mit dem Wert, der in Speicherzelle 14 des Hauptspeichers gespeichert ist, und das Ergebnis wiederum in den Akkumulator ablegen. Store 15, auch hier wissen wir schon genauer Bescheid, speichere den aktuellen Wert des Akkumulators in die Speicherzelle 15. Also bedeutet das nichts anderes, als dass das Ergebnis der Addition, die ja vorausgegangen war als Befehl, dieses Ergebnis der Addition wird jetzt im Hauptspeicher abgelegt in der Speicherzelle Nummer 15. Der letzte Befehl ist der Haltbefehl. Das Programm wird also an dieser Stelle beendet und es ist fertig abgearbeitet von der CPU. Ich komme damit noch einmal zurück auf unsere eigentlich da ursprünglich sehr lange Reihe an Einsen und Nullen. Und wenn Sie das jetzt nochmal sich überlegen, dann ist natürlich durch diese Einteilung in den Spalten und dann die einzelne Aufschlüsselung anhand der Befehle und der Nummernbit es schon deutlich einfacher geworden für den Menschen jetzt zu verstehen, was diese Einsen und Nullen jeweils sollen. Aber ich denke, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, das, was hier steht, das ist noch viel einfacher zu verstehen für den Menschen. Die einzelnen Befehle, die dort auftauchen, die können noch viel besser nachvollzogen werden als die Einsen und Nullen, die hier stehen. Und diese einzelnen Befehle, die da an der Stelle stehen, das ist nichts anderes als Assembler. Das ist Quellcode in Assembler. Und Assembler ist dementsprechend, wenn man so will, eine Vereinfachung der Maschinensprache, sodass der Mensch dieses besser verstehen kann. Und wenn wir jetzt einmal den Assembler-Code hier für sich alleine sehen, dann können wir natürlich ganz schnell einmal für uns selbst überlegen, ob es nicht ein Traum wäre, in Zukunft in Assembler zu programmieren. Aber vielleicht hört dieser Traum auch ganz schnell auf und Sie wollen das eigentlich gar nicht. Wir können deshalb noch einmal eine Gegenüberstellung vornehmen von dem ursprünglichen Quelltext und dem Assembler, den wir jetzt hier dabei herausbekommen haben. Wir sehen, dass der Quelltext abgebildet wird auf Assembler und wir können das Ganze nochmal ein wenig genauer machen, denn man sieht hier ganz konkret, dass jede einzelne Zeile im Quelltext sich jeweils hier mehreren Zeilen des Assembler-Textes dort zuweisen lässt. Da haben wir auch zwei Zeilen und hier die letzte Anweisung ist sogar noch ein wenig komplexer. Die besteht sogar aus drei Zeilen Assembler. Also wir sehen konkret, dass der eigentliche Quelltext hier ganz gut in Assembler abbildbar ist. Wir sehen aber insbesondere, dass eine einzelne Zeile Quelltext mehrere Zeilen Assembler-Code ergeben kann. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir später noch brauchen, wenn wir uns etwas genauer im Bereich der Betriebssysteme mit Task-Switches, mit Kontextwechseln auf der CPU beschäftigen. Dann muss man dieses Wissen hier haben. An dieser Stelle verweise ich deshalb ausdrücklich einmal darauf. Jetzt verweise ich noch auf eine Sache zum Schluss, nämlich auf diesen Link und die Animation von dieser kleinen Assembler-Ansammlung. Die kann man schön sehen auf einer kleinen Animation, die von der Virginia Tech in Amerika zur Verfügung gestellt wurde. Das empfehle ich Ihnen jetzt als nächstes. Dann sehen Sie mal, wie diese einzelnen Befehle entweder in Assembler oder aber noch besser in Maschinencode auf einer CPU ablaufen. Eine sehr gelungene Demonstration, wie ich finde.